Ja, hallöchen, ihr lieben Leute, und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Gothic Teil 1 hier im Orkfriedhof. Ne? In den Katakomben der Orks quasi. Ich befürchte, dass wir den Schalter hier irgendwo finden. Ah, da bin ich aber nicht ganz sicher, ob der da oben jetzt ist oder der einfach da drinnen ist. Was ich weiß, ist der irgendwo da oben. Aber kann auch da sein. Irgendwo soll ein Hebel sein. Ich möchte die ausnehmen, Leute. Die ganzen verschlossenen Gitter. Ist da überhaupt oben ein Schalter? Nö. Da ist ja gar kein Schalter, Leute. Ist da irgendwo ein Schalter? Schalter, da schaut mal. Ha! Sag mal, die sind so versteckt, Leute. So, irgendwo ist da jetzt ein Gitter aufgegangen. Hä? Ah, da drinnen, genau. So, da drüben ist einmal ein Gitter aufgegangen, Leute. Na, ist das toll. Schaut mal. Das war das Gitter. Da war ich schon oben, ist da rein. So, da, ihr Lieben, Leute. Schau mal, was der hat. Der schreit so. Feuersturm. Was haben wir da? Flammenschutzring. Extrakt heilende Kraft. Dreimal gleich. Wenn das nicht toll ist, Leute, dann war es auch nicht. Da haben wir einen magischen Trank. Heilmittel. Erzhaut. Ring der Erzhaut. Ist besser als der Holzhaut. Und Schalter. Schau mal. Die sind so versteckt, die Schalter. So, und dann geht der nächste auf, und zwar das da. Na bitte. Genau. Ah, der da drüben ist aufgegangen. Ich glaube, der war nämlich auch zu, Leute. Hä? So, Höllenpilze. Jo, ihr Lieben. Da ist der nächste Schalter. Keine Ahnung, was der jetzt öffnet, aber irgendwas wird er schon öffnen. Krushvarok und Extrakt heilende Kraft dreimal. Ja, bitte. Wenn das nicht sensationell ist, da haben wir noch eine Mumie. Wo habe ich die? Ja. Ring der Stärke. Was haben wir? Krushvarok. War der vielleicht ein. Also der hat wahrscheinlich auch die Orkwaffe oder sowas gehabt. So. Ring der Lebenskraft, dann haben wir Elixier, haben wir zweimal. Boah, das ist super. So, Schalter. Nächstes Tor, bitte. So, und ich glaube, da haben wir das jetzt aufbekommen, ne? Weh. So, Mumie. Oh. Leute, Amulett Erläuterung. Schutz vor Feuer 10. Boah, Schutz vor Magie 8. Das ist aber gar nicht schlecht. Und zwei Elixiere für die Mana, Leute. Na, wenn das nicht mehr. Deshalb sage ich ja, unfassbar kostbares Loot da drin. Amulett der Magie und wieder Extrakt magische Energie. Ein paar, na bitte. Ah, ich muss gleich niesen, Leute. Ich spüre das. Ich muss gleich niesen, Leute. Ich spüre das. Genau, da haben wir ja auch... Da sind wir gekommen. Okay. Ja.
Da ist noch irgendwo ein Schalter für diese Wand hier drin. Aber wo soll dieser Schalter sein? Das ist immer die Frage. Ich gehe mal darauf. Es kann sein, dass da irgendwo der Schalter drin ist. Da haben wir eine Mumie drin auf jeden Fall. Ah, dieses Springen jedes Mal bei dem Spiel. Komm doch. Ich hasse das. Das Springen bei dem Spiel ist so grausam. Ja, dürft nicht vergessen, das ist ein Spiel vom Jahre 2001, ihr Lieben. Es wird uns nach dem Let's Play hier, wenn das komplett beendet ist, dauert noch lange, Leute. Aber wenn das einmal beendet ist, dann natürlich Gothic 2, das ist logisch. Und Gothic 3 und Gothic 4 und 5 und 6. Ne, so viele gibt es gar nicht. Es gibt nur 3 Teile von Gothic. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ich da nicht hochkomme. Ich will aber das alles da haben, was da oben ist, Leute. Ich will das haben. Lass mich da hoch, ich bin Arzt. Ich check das mit dem Springen auch nicht wirklich genau. Oh, hoppala. Leute. Da komme ich gar nicht rauf. Ich komme sicher rauf, aber irgendwie tue ich mir das nicht an. Da ist ein Schalter, Leute. So, Höllenpilz. Ja, genau, meine... Nö. 6 war das, gell? Ja. So da. Sklavenbrot, dass da wieder Licht drin reinkommt hier in dieses Ding. So, das wird wahrscheinlich jetzt, ich weiß es nicht, die letzte Folge in der Session sein. Komplett. Also ihr werdet jetzt eigentlich schon einige Zeit ganz gut mit Folgen versorgt hier auf meinem Kanal. Ja, kommt nicht gut an, so gut und so. Ja, ist leider so. Mir macht es dennoch Spaß und der ein oder andere ja, schaut es ja. Und der Schalter, der macht irgendwas da unten auf. Und zwar das da, Leute. So, kann ich jetzt da hoch? Der lasst mich da nicht hoch, Leute. Ich will da nur hoch. Nö, der. Aber ist wurscht, da ist eh kein Schalter drin. Ja, lasse ich das eine Ding da, mein Gott. So. Dann haben wir da unten wieder was aufgemacht. Sag ich ja, da braucht man einige Zeit da drin. Bis man da einmal alles hat, was man braucht. Hallo, komm, geh rüber da. Das schaffst du schon, oder? Einfach Beinchen heben. Ja. Du Vogel. Echt. So, Kruschwarok. Die Waffen der Orks, Leute. Waren das wirklich Ork? Das waren Ork, schau. Amulett der Kraft und Elixier der Heilung. Das sage ich ja, das ist... Also das entgehen lassen, Leute. Das schmerzt so dermaßen. Also die eine Anhöhe da vorne. Feuersturm und Extrakt. Der Mana-Dingsdums. So. Haben wir das einmal?
Dann haben wir da auch noch was. Aber da war ich schon oben, glaube ich. Kann das sein? Ja. Ich glaube, da war ich genau. Da war ich schon. So. Da war ich schon oben. Genau. So. Leute, es geht nämlich jetzt los. Also wir haben keine verschlossenen Gitter mehr. Und überall, wo es einfach nicht geht, da gelootet, haben richtig viel Zeugs bekommen. Ich schaue nochmal rundherum. Es kann nie schaden, Leute. Ich schaue nochmal rundherum. Weil schaden kann es eigentlich eh nicht. So. Da gibt es ja das Lied. Da gibt es ja so ein Lied, Leute. So, ihr Lieben. Da gehen wir jetzt rein und da treffen wir auf weitere Orks, Leute. Das will ich jetzt angehen. Und wir kommen jetzt zu Balikör. Likör. Es ist wirklich so, Leute. Balikör. Ork Speer. Komm, 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 komm. Du mit deinem Waschnerrock. Aua. Boah, der hat aber ordentlich ausgeteilt, Leute. Kruschwarock, nicht Naschwarock. Der hat aber wirklich ordentlich ausgeteilt, Leute. So, was können wir noch futtern? Wir haben so viel Essen nämlich, dass ich gar nicht weiß. Da haben wir Nachtschatten, Leute. Das gibt einiges an Leben her. So, und da haben wir noch Höllenpilze zum Verfeinern der Gesundheitsenergie. So da. So, ihr Lieben. Weiter geht's. Hallo, hallo. Ist da jemand? Jemand? Ja, da sind 100%ig noch welche, nur nicht da gerade. Die habe ich schon alle rausgelockt. Hallo. So, wo bin ich jetzt da gekommen, Leute? Ah, da. So. Genau. Da muss man nämlich immer ganz genau schauen, Leute. Weil sonst verpasst man da irgendwas. Oh mein Gott. Was ist das? Templer. Servus. Der hat auch ein Kraut bei sich. Wurzelsuppe. Ein Kriegsschwert. Warum hast du keine Ocken bei dir, Kollege? Ha? Warum nicht? Kannst du mir das verraten? Sklavenbrot, Höllenpilz, oh mein Gott, leckeres Loot ist hier drin. Das finde ich fein. Und es geht weiter. Leute, es geht weiter. Jo, das ist jetzt die letzte Folge, der Tobi ist gerade reingekommen, er will schlafen gehen. Er hat mir nur gesagt, er will schlafen gehen, aber ich könnte weitermachen. Aber ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Oh mein Gott. Da unten schreit der eine Kollege. Ich finde das so heftig, dass er der arme Kerl hier. So, Nachtschatten. Die geben so wirklich einiges an Lebenspunkte her. Die Nachtschatten. Mondschatten. Den habe ich noch nie am Schirm gehabt, diesen Mond, diese Mondschatten. Hier ist wieder schreit. So, ihr Lieben. Gut. Dann geht's einmal los. Dann werde ich da jetzt auf jeden Fall aufräumen da drin. Ork Speer. So, kommt's. Zieh ich den. Ah, den zieh ich eh was ab, aber es dauert halt einige Zeit. Ja, das dauert halt einige Zeit. Die machen den voll fertig, Leute. Weg damit dir, du Vogel.
erst einmal tot. Komm her da, du Vogel. Ja, da brauche ich jetzt viele Pfeile. War klar, weil da drinnen ist es so richtig gefährlich, Leute. Einer ist einmal tot. Ja, der ist auch tot. Der eine, der andere da. Mir tut schon die Hand weh. Ja, ich habe so viele Pfeile, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Natürlich verschießen, klarerweise. Ah, nicht den Balklikör da töten. Den Orkspeer will ich. Sieh ja was! Ja, den treffe ich zwar nicht immer, aber wenn ich ihn treffe, treffe ich ihn. So, komm doch. Boah, der wird so richtig attackiert. So, super, Leute. Na, wenn das nicht toll ist, die ganzen Waffen hier einsammeln. Servus, Ballikör. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Ja. Chor Anger schickt mich. Chor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nö. Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt. Und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ja, und das wird ein Rätsel, Leute. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Chor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Ja, wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. So. Gut, ihr Lieben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden dieses Rätsel versuchen, so gut wie möglich zu lösen. Ich werde die ganzen Kruschwarocks einsammeln, weil die kann ich verkaufen, Leute. Na, Entschuldigung. Was? Wahnsinn. So, Kruschwarock. Okay, das ist einmal ein Stollen, der da reinführt. Es führen 3 Stollen da rein. Leute. Aber vorher werde ich mich auf jeden Fall mal aufheilen. Es muss sein, Leute. Ja, ich habe da einiges an Nachtschatten. Die geben so viel Leben her. Und zum Draufstreuen werde ich noch Fleischwanzen-Ragout oder Minecrawler-Suppe. Ich weiß nicht. Käse, Leute. So. Wie der Käse knabbert. Also, wie er an dem Käse knabbert. So knabbert den Käse nicht. Leute. Ein Käse ist nicht knusprig. Ah, das ist halt so. Ein altes Spiel. So. Mondschatten. Da haben wir auch noch einen. Was? Noch einen Mondschatten. Leute. Also wir haben 3 Stollen zu durchsuchen. Das wäre hier der erste, da drüben der zweite und da der dritte. Dies und mehr aber in der nächsten Folge und in der nächsten Session. Ich werde mal einspeichern. Und, oh Leute, bin schon müde, richtig auch. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir machen dann, also wie schon erwähnt,
nächstes Mal weiter. Aber die nächste Folge kommt ja dann eher nicht, ja, entweder morgen oder übermorgen. Wenn alles super läuft, dann passt's ja. Und bis dahin macht es gut. Game over und ciao.